Es war einmal, da lebte in einem kleinen Haus ein junges Ehepaar. Sie waren sehr glücklich und erwarteten ein Baby. Ich weiß, dass es am wichtigsten ist, dass unser Baby gesund ist, aber ich wünsche mir, dass wir eine Tochter bekommen. Ja, ich wünsche mir auch eine Tochter. So Gott will, werden wir eine Tochter bekommen, die so aussehen wird wie du. Der Tag der Geburt rückte immer näher und die junge Mutter wartete gespannt auf die Geburt ihres Babys. Jeden Tag schaute die Mutter aus dem Fenster über die hohe Mauer hinüber in den wundervollen Garten ihrer Nachbarin, der mit Blumen und Früchten gefüllt war. Eines Tages bemerkte sie eine Pflanze mit gelben Blättern, die sie zuvor noch nie gesehen hatte. Ich frag mich, wie wohl der Name dieser Pflanze lautet. Sie riecht wunderbar. So wie sie duftet, muss sie köstlich sein. Ich muss diese Pflanze probieren. Ich werde sofort zu meiner Nachbarin gehen und sie fragen. Ohne Zeit zu verlieren, verließ die junge Mutter das Haus. Aber sie wusste nicht, dass ihre Nachbarin eine grausame Hexe war. Sie klopfte an die Tür, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, die sie erwartete. Hallo, Nachbarin. Die gelbe Pflanze in Ihrem Garten riecht fantastisch. Ich bin schwanger und sehne mich unglaublich danach. Kann man diese Pflanze essen? Natürlich ist sie essbar. Sie schmeckt unglaublich und ist auch noch gesund. Ich kann Ihnen ein Stück davon geben. Dann ist es also auch gut für mein Baby. Selbstverständlich, liebe Nachbarin, vor allem für werdende Mütter. Aber bedenken Sie, weil sie so gehaltvoll ist, können Sie nur ein Stück essen. Alles läuft so, wie ich es geplant habe. Sobald die junge Frau zu Hause war, aß sie das Stück, das sie bekommen hatte. Aber sie wollte noch mehr davon essen. Bring mir mehr davon. Wenn ich es nicht esse, kann ich dieses Baby nicht zur Welt bringen. Keine Sorge. Ich werde alles tun, um dir mehr von dieser gelben Pflanze zu besorgen. Als die Nacht hereinbrach und es dunkel wurde, kletterte der hilflose Ehemann über die hohe Mauer und pflückte etwas von der Pflanze, die seine Frau wollte. Das ging noch einige Zeit so weiter. Jede Nacht betrat der junge Mann heimlich den Garten. Doch er fühlte sich nicht wohl dabei, den Nachbarsgarten ohne Erlaubnis zu betreten. Die böse Hexe hatte diese Pflanze tatsächlich angebaut, um ihn eine Falle zu stellen. Sie wusste, dass ihre Nachbarin ein Baby erwartete und dass sie sich wegen ihres Geruches auf jeden Fall danach sehnen würde. Sie hatte schon seit langer Zeit ein Auge auf das Baby geworfen. Sie wollte das Baby auf die eine oder andere Weise haben. Und so nahm er die Bedingung an. Als die Zeit der Geburt kam, wurde ein schönes Mädchen geboren. Die Hexe kam sofort zum Haus des Ehepaares. Ihr Name soll Rapunzel heißen. Du wirst sie aufziehen, bis sie ein Jahr alt ist. In genau einem Jahr werde ich kommen und sie holen. Das hilflose Paar akzeptierte. Als Rapunzel ein Jahr wurde, kam die Hexe und nahm das weinende Baby von ihrer Mutter und ihrem Vater weg und sperrte das Baby in einem Turm mitten im Wald ein. Dort wollte sie das Baby großziehen. Viele Jahre vergingen. Rapunzel war jetzt ein schönes, junges Mädchen. Da sie sich nie die Haare geschnitten hatte, waren diese nun mehrere Meter lang. Ihre Haare waren goldblond. Sie hatte tiefgrüne Augen. Wann immer die Hexe zum Turm ging, rief sie zu ihr: Rapunzel, Rapunzel, ich bin hier. Lass dein Haar herunter. Rapunzel warf ihr langes Geflecht hinunter und die Hexe kletterte an ihren Haaren den Turm hinauf. Rapunzel dachte, die Hexe sei ihre Mutter. Da sie noch nie jemand anderes als die Hexe gesehen hatte, dachte Rapunzel, dass sie und ihre Mutter die einzigen auf der Welt seien. Sie hatte eine wunderbare Stimme. Sie sang den ganzen Tag bis in die Nacht. Ihre Stimme hallte über den Wald und alle Vögel flogen zum Fenster, um ihr zuzuhören. Die Vögel waren ihre einzigen Freunde. Eines Tages wanderte ein Prinz durch den Wald. Als er Rapunzels Gesang hörte, fragte er sich, woher diese wunderbare Melodie komme.
Als er dem Klang der Musik folgte, näherte er sich dem Turm und erkannte, dass die Stimme von dort kam. Ich muss das Mädchen mit dieser erstaunlichen Stimme kennenlernen. Ich frage mich, wie kann ich in diesen Turm gelangen? Als er verzweifelt um den Turm ging, sah er plötzlich eine Hexe, die zur Spitze des Turms rief. Er versteckte sich sofort hinter einem Baum und beobachtete sie. Rapunzel, Rapunzel, ich bin hier. Lass dein Haar herunter. Rapunzel ließ ihr geflochtenes Haar herunter und die Hexe kletterte bis zum Turm. Jetzt weiß ich, wie ich in den Turm komme. Er wartete, bis die Hexe gegangen war. Dann ging er zum Turm und rief mit verstellter Stimme hinauf. Rapunzel, Rapunzel, ich bin hier. Lass dein Haar herunter. Ich habe oben etwas vergessen. Ich lasse es sofort runter, Mutter. Mit einer schnellen Handbewegung ließ sie ihre Haare wieder fallen. Der Prinz kletterte an ihren Haaren den Turm hinauf und traf Rapunzel. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass das schöne Mädchen eine andere Person sah. Wer bist du? Warum bist du hier? Wo ist meine Mutter? Keine Angst. Ich bin der Prinz dieses Landes. Deine wunderbare Stimme hat mich hierher gelockt. Um hinaufzukommen, musste ich die Stimme deiner Mutter nachahmen. Rapunzel, die zunächst sehr verängstigt war, erkannte nun, dass der Prinz kein böser Mensch war. Er war von ihrer Schönheit verzaubert. So vergingen die Tage und Monate. Der Prinz kam jeden Tag zum Turm. Als sie Zeit miteinander verbrachten, bemerkten sie nicht, wie schnell die Zeit verging. Dann schlug er Rapunzel schließlich vor. Rapunzel, ich will für den Rest meines Lebens mit dir leben. Willst du mich heiraten? Natürlich will ich dich heiraten. Ich muss jetzt zurück in den Palast. Ich finde eine Lösung, um dich so schnell wie möglich hier rauszuholen. Rapunzel war sehr aufgeregt, dass sie endlich die Welt draußen sehen würde, sobald sie den Prinzen geheiratet hatte. Sie war leid, all die Jahre allein im Turm zu leben. Er hielt sich an Rapunzels Haaren fest und kletterte den Turm hinunter. Leider war die Hexe auch da und sah den Prinzen. Sie verstand sofort, was los war. Sie tobte vor Wut. Als Rapunzel ihre Haare wieder hochzog, hielt sich die Hexe an ihnen fest und kletterte hoch. Sie war so verärgert und wütend. Was ist los? Was fällt dir ein? Ich habe dich hier oben versteckt, um dich vor dem Bösen zu beschützen. Aber du hast mit einem Fremden gesprochen und dich mit ihm angefreundet. Er ist der Prinz dieses Landes. Er hat mich um meine Hand angehalten und ich habe angenommen. Ich bin so glücklich, Mutter. Ich wartete schon die ganze Zeit darauf, es dir zu erzählen. Was? Was für ein Unsinn ist das? Ich werde es dir zeigen. Die Hexe war so wütend, dass sie mit einer Schere Rapunzel die langen Haare so kurz schnitt, wie es nur ging. Und mit ihrer Magie schickte sie sie dann in ein sehr fernes Land. Als der Prinz am nächsten Tag am Turm ankam, hatte er keine Ahnung, dass die Hexe im Turm auf ihn wartete. Hallo Rapunzel, ich bin da. Lass bitte dein Haar herunter. Die Hexe ließ den langen Zopf, den sie aus Rapunzels Haaren geflochten hatte, hinunter. Als der Prinz das Fenster des Turms erreichte, sah er die Hexe und erschrak. Was für eine Überraschung, ha? Du hast wohl gedacht, du könntest mir mein Mädchen wegnehmen, das ich seit Jahren versteckt habe. Als die Hexe den Haarzopf losließ, fand sich der verängstigte Prinz auf dem Boden wieder. Er fiel zwar auf die Büsche, doch seit dem Sturz und dem Aufprall auf den Kopf war er blind. Rapunzel ging dem Prinzen nicht aus dem Kopf. Obwohl er blind war, ritt er auf seinem Pferd und suchte sie überall. Er schwor, dass er sie finden würde, selbst wenn er bis ans Ende der Welt gehen müsste. Er suchte und suchte und suchte sehr lange. Eines Tages hörte er schließlich ein Lied. Die Stimme war ihm vertraut. Das ist Rapunzels Stimme. Ich habe sie endlich gefunden. Er galoppierte geradewegs auf die Richtung der süßen Stimme zu. Er kam an die Tür des Hauses, in dem Rapunzel wohnte. Rapunzel, ich bin da! Öffne die Tür! Ich kann's nicht glauben! Bist du es wirklich?
Als Rapunzel die Tür öffnete, schrie sie, als sie den Prinzen sah. Sie weinte so sehr, dass ihre Tränen auf das Gesicht des Prinzen fielen, der vor ihr auf die Knie gefallen war. Da ihre Tränen verzaubert waren, war es dem Prinzen möglich, die Augen zu öffnen. Sie umarmten sich, freudig, und feierten dieses Wunder. Jetzt konnte der Prinz sie offiziell zur Frau nehmen. Sie kehrten in den Palast zurück und begannen, sich auf die Hochzeit vorzubereiten. Nach ihrer Rückkehr suchten Rapunzel und der Prinz nach ihren echten Eltern, damit sie ihnen die freudige Nachricht mitteilen konnten. Diese waren unglaublich glücklich, nach all den Jahren wieder mit ihrer Tochter vereint zu sein. Sie hatten eine schöne Hochzeit und sie lebten alle glücklich bis an ihr Lebensende. Es war einmal eine arme Witwe, die mit ihrem Sohn Hans in einem Dorf lebte. Hans war sehr faul und half nie seiner Mutter bei der Arbeit. Er gab sich auch keine Mühe, etwas Geld zu verdienen. Obwohl er ein sehr schlauer Junge war, war er nutzlos. Hans, wach auf! Du musst zum Markt gehen und unsere letzte Kuh verkaufen. Nachdem der Vater gestorben war und Hans nie gearbeitet hatte, blieben ihnen als einzige Einkommensquelle der Verkauf ihrer Kühe. Es tut mir leid, mein Milchmädchen, aber wir müssen dich leider verkaufen. Wir haben nichts mehr zu essen. Auf dem Weg zum Markt begegnete Hans einer seltsamen Frau. Guten Morgen, junger Mann. Wohin gehst du? Ich gehe zum Markt und verkaufe unsere Kuh. Mach dir keine Mühe, dorthin zu gehen. Wir können ja tauschen. Du gibst mir deine Kuh und ich gebe dir dafür einige von meinen magischen Bohnen. Was sagst du? Hans wollte nicht darauf eingehen, aber die Frau gab nicht nach. Schau, das sind magische Bohnen. Sie werden dich reich machen. Bist du sicher, dass du sie nicht willst? Was? Reich hast du gesagt? Abgemacht, ich nehme sie. Hans gab der Frau die Kuh, nahm die Bohnen und machte sich auf den Weg nach Hause. Mutter, Mutter! Schau her! Ich habe die Kuh verkauft und jetzt haben wir magische Bohnen. Und dazu musste ich noch nicht mal auf den Markt gehen. Seine arme Mutter fiel fast in Ohnmacht, als sie dies hörte. Sie konnte es nicht glauben. Was? Wie konntest du das machen, Hans? Ich habe dich nur um diese eine Sache gebeten und noch nicht einmal das konntest du tun. Geh auf dein Zimmer, jetzt! Hans war sehr wütend und verärgert. Er warf die Bohnen, die er in der Hand hatte, in den Garten. Am Morgen schaute der junge Mann aus dem Fenster und sah eine Pflanze, die rasant wuchs. Es war eine riesige Bohnenranke, die zum Himmel wuchs. Oh, was ist das? Das ist eine Bohnenranke. Ich schätze, die alte Dame hat die Wahrheit gesagt. Die Bohnen sind magisch. Wir werden reich sein. Reich! Er ging sofort in den Garten und begann, die riesen Bohnenranke hinaufzuklettern. Er kletterte weiter und weiter. Es schien, als würde die Pflanze kein Ende haben. Die Bohnenranke reichte bis zu den Wolken. Als er in den Wolken ankam, tauchte ein riesiges Haus vor ihm auf. Alles war dort so groß, dass sogar für Hans das Gras um das Haus herum aussah wie ein Baum. Hans klopfte an der Tür des riesigen Hauses. Eine unglaublich große Frau öffnete die Tür. Ich bin sehr hungrig und schrecklich müde. Habt ihr etwas zu essen für mich? Der riesigen Frau tat der kleine Junge leid. Komm herein,
aber du musst mit dem Essen fertig sein, bevor mein Mann nach Hause kommt. Er hasst Kinder und er wird dir wehtun. Hans setzte sich sofort an den Tisch und als er aß, hörte er plötzlich eine laute und furchterregende Stimme. Fie-fa-fo-fum. Hier riecht es nach Kindern. Der Geruch hat mir den Appetit verdorben. Das mag ich nicht. Wo ist er? Der Mann der Riesenfrau sah furchterregend aus und der Boden bebte bei jedem seiner Schritte. Beeil dich! Versteck dich im Ofen, da kann er dich nicht sehen. Erschrocken versteckte sich Hans schnell im Ofen. Als der Riese Hans nicht finden konnte, setzte er sich an den Tisch und aß sein Abendessen. Dann ging er auf sein Zimmer und hielt ein kleines Nickerchen. Ich zähle und zähle und bin immer noch nicht fertig, redete er weiter. Hans bemerkte, dass der Riese fort war. Kurz bevor er sich verabschieden wollte, fiel ihm ein Beutel voll Gold auf dem Tisch auf. Das meinte also der Riese, als er sagte, ich zähle und zähle und bin immer noch nicht fertig. Ich muss das sofort Mutter mitbringen. Hans schnappte sich den Beutel mit Gold, der für ihn eher ein Sack war, und rutschte die Bohnenranke hinunter. Mutter, schau, wie viel Gold ich dir mitgebracht habe. Wir sind nicht mehr arm. Sohn, woher hast du das? Ich hoffe, du hast nichts Unrechtes getan. Hans konnte seiner Mutter von seiner Unschuld überzeugen und sie war erleichtert. Nach einiger Zeit dachte Hans nicht mehr an das Haus am Ende der Bohnenranke. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn ich noch einmal hinaufgehe. Ich kenne mich ja jetzt dort aus. Eines Tages konnte er nicht widerstehen und kletterte die Bohnenranke hinauf. Oben angekommen, ging er zum Haus des Riesen. Die Frau des Riesen war eine sehr nette Frau und ließ ihn abermals hinein. Es dauerte nicht lange, da kehrte der Riese nach Hause zurück. Als Hans seine polternden Schritte hörte, versteckte er sich im Ofen. Der Riese kam fröhlich ins Haus, doch seine Stimmung änderte sich schlagartig. Er wurde wütend und knurrte. Fie-fa-fo-fum. Hier riecht es schon wieder nach Kindern. Du weißt doch, wie sehr ich sie hasse. Ich weiß ganz genau, dass heute hier ein Kind war. Wer ist es? Hier riecht es nur nach dem Essen, was ich koche und nach nichts anderem. Und es war auch niemand hier. Setz dich, ich mache dir etwas zu essen. Du musst sehr hungrig sein. Der Riese aß, bis er vollkommen satt war. Bevor er in sein Zimmer ging, bat er seine Frau, ihm die Gans, die goldene Eier legte, zu bringen. Seine Frau brachte sie und stellte sie auf den Tisch. Ich wünsche mir von dir ein goldenes Ei. Goldenes Ei! Die Gans legte jedes Mal ein goldenes Ei und der Riese legte sie in einen Korb. Sobald der Riese in sein Zimmer gegangen war, schnappte sich Hans, der alles durch die Löcher im Ofen beobachtet hatte, die Gans und rutschte die Bohnenranke hinab nach Hause. So verging die Zeit. Hans und seine Mutter waren nun sehr reich. Jedoch wollte Hans immer noch nicht arbeiten. Er konnte einfach nicht aufhören, an die Riesen und ihr Gold zu denken. Ich werde noch ein einziges Mal hinaufgehen, aber ich muss sehr vorsichtig sein. Er kletterte die Bohnenranke hinauf und schlich sich ins Haus, ohne dass die Frau des Riesen ihn bemerkte. Als der Riese das Haus betrat, versteckte er sich sofort im Ofen. Fie-fa-fo-fum. Wo kommt nur dieser Kindergestank her? Ich hasse diesen Geruch. Die Frau des Riesen, die Hans nicht gesehen hatte, sagte dem Riesen:
Jedes Mal schreist du, wenn du glaubst, du riechst ein Kind. Du kannst überall nachsehen. Dann wirst du ja sehen, dass niemand hier ist. Der Riese und seine Frau durchsuchten das ganze Haus, aber sie fanden Hans nicht. Er hatte sich zu gut versteckt. Nachdem der Riese sein Mahl beendet hatte, rief er nach seiner Frau. Kannst du mir bitte meine goldene Harfe bringen? Nachdem die Frau die Harfe auf den Tisch gestellt hatte, begann die Harfe sofort eine wundervolle Melodie zu spielen. Der Riese, der absolut satt war, schlief umgehend ein. Als Hans sah, dass der Riese eingeschlafen war, schnappte er sich die Harfe und wollte wegrennen. Doch die magische Harfe fing an zu schreien. Riese hörte die Rufe der Harfe und wachte auf. Er rannte hinter Hans her und wollte ihn fangen. Hans hatte wirklich Angst. Du bist es also, der mein Gold und meine Gans gestohlen hat. Ich werde dich fangen und dich bis an dein Lebensende einsperren. Hans rannte, die Harfe fest umklammernd, so schnell er konnte, sprang und rutschte die Bohnenranke hinab. Der Riese, der ihm wegen seiner Größe nicht folgen konnte, war sehr verärgert. Nachdem Hans die Bohnenranke hinabgerutscht war und im Garten ankam, fällte er die Bohnenranke. Diese flog mit dem Riesen weit weg. Nun war Hans vom Riesen befreit. Er wunderte sich zwar über den Ort, an dem die Riesen lebten, aber er würde nie mehr dorthin zurückkehren. Er war gerade so mit seinem Leben davongekommen. Dann rannte er direkt zu seiner Mutter. Mutter, was ich getan habe, war nicht richtig. Du hast mich gewarnt, aber ich habe nicht auf dich gehört. Ab jetzt werde ich nie mehr die Sachen von anderen nehmen, ohne sie zu fragen. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde nie mehr faul sein. Ich werde mir Arbeit suchen und so hart arbeiten, dass ich für dich sorgen kann. Oh, mein lieber Sohn, ich bin so glücklich. Nachdem Hans sich dazu entschieden hatte, legte die Gans, die goldene Eier legte, von nun an normale Eier. Hans lernte, auf der goldenen Harfe zu spielen, denn diese spielte von nun an nicht mehr selbstständig. Von diesem Tag an lebten Hans und seine Mutter ein glückliches und friedliches Leben. Hans verdiente sein eigenes Geld als Bauer. Er versorgte seine Mutter. Für ihn war es die beste Arbeit, die es gab, denn er wusste genau, was er zu tun hat. Es war einmal tief unten im Meer. Da gab es ein Unterwasserkönigreich. Der König herrschte zusammen mit seinen 6 schönen Töchtern und seiner älteren Mutter über das Königreich. Die Meereslebewesen lebten friedlich und glücklich miteinander. Alle 6 Töchter des Königs waren wunderschön. Aber die schönste war die kleine Meerjungfrau. Sie hatte lange rote Haare und ozeanblaue Augen. Jede Nacht saßen sie auf Wunsch des Vaters um seinen Thron beisammen und genossen ihren Algentee, während sie sich unterhielten. Die größte Angst des Königs war, dass seine Mädchen sich in die Schönheit der Sonne verliebten und sich entscheiden würden, über Wasser zu leben. Denn wenn eine Meerjungfrau 18 Jahre alt wurde, durfte sie an die Oberfläche schwimmen und die Welt beobachten, während sie die Sonne und den Wind genoss. Meine lieben Mädchen, nach den Regeln unseres Königreichs ist es verboten, mit den Menschen zu sprechen. Ihr Leben ist nicht so wie unser Leben. Wir gehören zum Meer und sie gehören zum Land und der Luft. Geht bitte nie in ihre Nähe. Aber Vater, auch wenn sie anders sind als wir, ich bin wirklich neugierig auf die Menschen und möchte sie sehen. Natürlich, mein kleines Mädchen. Du bist fast 18. Wenn du meinen Worten lauschst und unsere Regeln befolgst, wirst auch du an die Oberfläche schwimmen und die Welt beobachten, während du die Sonne und den Wind genießt.
Jedes Mal, wenn die Schwestern von der Oberfläche zurückkamen, erzählten sie der kleinen Meerjungfrau von allem, was sie gesehen hatten. Weißt du was, kleine Schwester? Dort oben weht ein wunderbarer Wind. Die Sonne ist herrlich warm. Wenn riesige Schiffe vorbeiziehen, spielen wir mit den Delfinen und wir sonnen uns auf den Felsen, wo uns niemanden sieht. Der kleinen Meerjungfrau blieb nichts anderes übrig, als von all diesen Dingen zu träumen und auf ihren 18. Geburtstag zu warten. Ich bin so aufgeregt, Schwestern. Ich weiß, dass ich warten muss. In der Zwischenzeit werde ich mit Yum Yum spielen und Perlenketten basteln. Natürlich für euch und mich. Yum Yum war ein Delfin und der beste Freund der kleinen Meerjungfrau. Manchmal verließen sie den Palast, um am Grund des Ozeans Nachlaufen zu spielen. Yum Yum, du kriegst mich nicht. Wenn ich mich verstecke, kannst du mich nicht finden. Yum Yum, du kriegst mich nicht. Wenn ich mich verstecke, kannst du mich nicht finden. Yum Yum, du kriegst mich nicht. Wenn ich mich verstecke, kannst du mich nicht finden. Yum Yum, komm schon, fang mich. Yum Yum, komm, du kriegst mich nicht. Yum Yum, fang mich. Komm her, halt. Schwimm nicht so schnell. Ich fange dich doch noch. Halt, komm her. Halt, schwimm nicht so schnell. Schwimm nicht davon. Ich kriege dich noch. Du musst schneller schwimmen. Langsamer kann ich nicht. Bist du eine Schildkröte oder ein Delfin? Bin ich etwa eine Meerjungfrau? Niemand kann so schnell schwimmen wie du. Komm, lass uns ein Wettrennen machen. Warum bemühe ich mich überhaupt, wenn ich doch weiß, dass ich verlieren werde? Wie dumm von mir. Sag das nicht, Yum Yum. Vielleicht gewinnst du doch eines Tages. Egal, lass uns ein anderes Mal um die Wette schwimmen. Kannst du mir noch ein paar Perlen bringen? Ich möchte für meine Schwestern Halsketten und Armbänder basteln. Während sie auf ihrem Austernbett auf Yum Yum wartete, kam die Großmutter der kleinen Meerjungfrau herein. Großmutter, kann ich dich etwas fragen? Sehen die Menschen aus wie wir? Nein, das tun sie nicht, meine liebe Enkelin. Die Menschen haben Beine und sie benutzen sie, um an Land zu gehen. Wenn sie nicht schwimmen gelernt haben, können sie mehr trinken. Wir leben viel länger als sie. Und wir können auch an Land leben. Vergiss nicht, meine Liebe. Wenn der Tag kommt und du an die Oberfläche gehst, vergewisse dich, dass niemand deine Stimme hört. Denn das Wichtigste an unserer Stimme ist, dass sie magisch ist. Ich darf also nicht an der Oberfläche singen? Was passiert denn sonst? Wie magisch ist sie? Wer deine Stimme hört, ist von dir so verzaubert, dass die Ohren nichts anderes hören können als deine Stimme. Sie werden dich so lange suchen, bis sie dich gefunden haben. Komm, es ist sehr spät und ist genug für heute. Gute Nacht, meine Liebe. Schließlich war der große Tag gekommen. Es war der 18. Geburtstag der kleinen Meerjungfrau. Herzlichen Glückwunsch, meine kleine Tochter. Herzlichen Glückwunsch, kleine Schwester. Die ganze Familie nahm sie mit sich und feierte ihren Geburtstag. Die kleine Meerjungfrau war so aufgeregt. Endlich konnte sie hinauf an die Oberfläche schwimmen und die Welt sehen. Sie umarmte ihren Vater zum Abschied und schwamm mit Yum Yum los hinauf. Ihr Vater schrie ihr in Sorge nach. Denk an alles, was ich dir gesagt habe. Yum Yum, pass auf meine Tochter auf. Bist du dir sicher, Vater? Ich werde mich um Yum Yum kümmern, weil ich schneller bin als er. Meine Güte, sie wartet wieder nicht auf mich. Schließlich erreichte die kleine Meerjungfrau die Meeresoberfläche. Sie setzte sich auf einen Felsen mitten im Meer und beobachtete die Welt. Sie war begeistert von allem, was sie sah. Meine Güte, der Himmel ist so blau. Der Wind fühlt sich so wunderbar an. Die Möwen sind so schön. Alles ist so neu für mich und viel schöner, als ich geträumt habe.
Sei vorsichtig, meine Prinzessin. Ein Schiff nähert sich. Pass auf, dass euch niemand sieht. Oh, was ist das? Das ist aber riesig. Die Menschen können nicht lange im Wasser schwimmen und unter Wasser atmen können sie auch nicht. Wenn sie schwimmen, schwimmen sie langsam. Selbst die Schnellsten können mit einem Schiff nicht mithalten. Deshalb benutzen die Menschen seit langem Schiffe, um zu reisen und Lasten zu transportieren. Und wer ist derjenige, der vorne an der Spitze des Schiffes steht und das Meer beobachtet? Ich denke, das ist ein Schiff von dem Königreich der Menschen. Und das muss der Prinz des Königsreichs sein. Seid sehr vorsichtig, er schaut hierher. Plötzlich hatte die kleine Meerjungfrau das Bedürfnis zu singen. Mit ihrer magischen, wunderbaren Stimme begann sie zu singen. Prinzessin, was macht ihr? Ich hoffe, der Prinz hört euch nicht. Wenn doch, wird er erst gehen, wenn er euch gefunden hat. Wisst ihr das nicht? Aber die kleine Meerjungfrau konnte einfach nicht aufhören und sang weiter. Sie war vom Charme des Prinzen gefangen. Genauso war auch der Prinz von der Stimme der kleinen Meerjungfrau begeistert. Was für eine wunderbare Stimme. Das Mädchen, das dort singt, muss genauso schön sein. Steuert das Schiff in die Richtung der Felsen. Die Stimme kommt von dort. Aber mein Prinz, es ist zu gefährlich, das Schiff in Richtung der Felsen zu steuern. Es könnte die Felsen treffen und beschädigt werden. Auch das Wetter dreht sich. Jede Minute kann ein Sturm losbrechen. Seid ihr sicher? Ich muss dieses Mädchen finden. Tut, was immer getan werden muss. Jawohl, Majestät. Auf zu den Felsen. Mein Gott, beschütze uns. Die kleine Meerjungfrau versteckte sich hinter den Felsen. Der Prinz sah sie nicht, sondern sah nur das Perlenarmband, das sie bei der Flucht fallen gelassen hatte. Er schrie zu seinen Männern. Schnell, geht an Land und bringt mir das Perlenarmband. Das war eine schöne Meerjungfrau, da bin ich mir sicher. Als er das Perlenarmband in seinen Händen betrachtete, brach plötzlich ein schrecklicher Sturm aus. Das Meer verdunkelte sich, es donnerte und gewaltige Wellen ließen das Schiff auf die Felsen treffen und zerschmettern. Der Prinz fiel ins Meer. Jum-Jum, der Prinz ist ins Meer gefallen. Schnell, wir müssen ihn retten. Die kleine Meerjungfrau und Jum-Jum tauchten ins Meer, retteten den Prinzen und brachten ihn ans Ufer. Bitte öffnet die Augen. Ich habe euch gerettet. Bitte. Bitte. Als sie darauf warteten, dass der Prinz erwachte, öffnete er langsam die Augen. Das Erste, was er sah, waren die schönen, ozeanblauen Augen der kleinen Meerjungfrau. Du hast mir da mein Leben gerettet. Danke. Dann sah er die Perlenkette um ihren Hals und erkannte sofort, dass sie die Meerjungfrau von dem Felsen war, deren Stimme er gehört hatte. Somit musste ihr ebenfalls das Perlenarmband in seiner Tasche gehören. Er war begeistert. Was für ein Wunder! Ich suchte dich überall und jetzt verdanke ich dir mein Leben. Genau in diesem Moment sahen Soldaten, die ans Ufer liefen, den Prinzen und die kleine Meerjungfrau. Die kleine Meerjungfrau sprang schnell wieder ins Meer und Jum-Jum folgte ihr. Die Soldaten brachten den Prinzen sofort zum Palast und erzählten dem König alles, was geschehen war. Jeden Tag beobachtete der Prinz stundenlang das Meer von seinem Balkon aus und fragte sich, ob die kleine Meerjungfrau je wiederkommen würde. Die kleine Meerjungfrau kehrte in ihre Unterwasserwelt zurück und war so unglücklich, dass sie nicht essen und trinken mochte. Sie verriet ihr Geheimnis nur Jum-Jum, ihrem besten Freund. Jum-Jum, bitte schwimm für mich zum Strand und bring mir Neuigkeiten vom Prinzen.
Der Prinz beobachtet täglich das Meer von seinem Balkon aus und ich denke, er wartet darauf, dass du ans Ufer zurückkehrst. Wir müssen etwas tun, aber was? Der König war sehr wütend, als er seine Tochter so sah, aber zugleich war er auch sehr traurig. Meine Liebe, du hast die Regeln des Meeres gebrochen. Du solltest keinem Menschen zu nahe kommen. Du hättest auf die Älteren hören sollen. Was ist nur mit dir passiert? Aber Vater, bist du nicht derjenige, der uns beigebracht hat, dass man zu allen Lebewesen freundlich sein soll? Wenn wir den Prinzen nicht gerettet hätten, wäre er gestorben. Ja, du hast recht. Aber nach den Gesetzen hättest du mit niemandem reden sollen. Du hast einen Monat Stau und Arrest. Der König erteilte der kleinen Meerjungfrau Stubenarrest und verbot ihr, an die Oberfläche zu schwimmen. Die kleine Meerjungfrau war sehr traurig und konnte nicht aufhören, an den Prinzen zu denken. Eines Tages kam Yum-Yum zu der kleinen Meerjungfrau. Nun, weißt du, ich kenne einen Tintenfisch und der wiederum kennt eine Hexe, die Wunder vollbringen kann. Was meinst du? Sollen wir zu ihr gehen und ihr von unserem Problem erzählen? Vielleicht kann sie uns helfen. Was sagst du, Lasst uns aufbrechen. Ich hatte für einen Monat Stubenarrest und er ist heute zu Ende. Ich darf wieder raus. Schnell schwammen sie zusammen zur Hexenhöhle. Es war ein furchtbarer Ort, voller Schlangen, Skorpionen und Spinnen, die unter Wasser leben konnten. Die Hexe war nicht anders als sie. Sie hatte ein hässliches Gesicht und eine erschreckende Stimme. Sie trafen sie am Eingang der Höhle. Ich kenne dich, kleine Meerjungfrau. Sag mir, was willst du von mir? Ich hätte gerne zwei Beine, genau wie die Menschen. Ich muss an die Oberfläche. Ich will den Prinzen finden und mit ihm am Strand tanzen. Was du von mir verlangst, ist sehr einfach. Ich kann dir zwei Beine und zwei Füße geben, wie ein Mensch. Aber du musst mir etwas dafür geben. Willigst du ein? Ja, ich willige ein. Ich werde ihnen geben, was sie verlangen, solange ich nur mit dem Prinzen am Strand spazieren und tanzen kann. Schließlich war die Gelegenheit, auf die die Hexe gewartet hatte, auf ihrer Türschwelle erschienen. Sie hatte ihre Stimme nie gemocht und wollte sie schon immer ändern. Nun, da wir uns vereinbart haben, du musst mir deine Stimme geben. Okay, okay. Bitte gib mir schnell zwei Füße. Ich muss sofort gehen. Ich werde dir einen Trank geben. Diesen musst du trinken, wenn du an die Oberfläche kommst. Deine Füße werden sofort wachsen, aber dieser Spruch hält nur 3 Tage. Wenn der Prinz nicht innerhalb von 3 Tagen um deine Hand anhält, wirst du wieder zur Meerjungfrau. Jedoch wirst du nie wieder deine Stimme haben. Die kleine Meerjungfrau und Yum-Yum schnappten sich den Trank und schwammen direkt an die Oberfläche. Die kleine Meerjungfrau trank den Trank und plötzlich hatte sie 2 Beine und 2 Füße. Sie wartete auf den Prinzen. Da erschien der Prinz auf dem Balkon. Als er das rothaarige Mädchen sah, rannte er direkt zum Strand. Hallo, ich bin der Prinz dieses Landes. Du siehst aus wie die Meerjungfrau, nach der ich gesucht habe. Aber du hast Füße. Du kannst nicht sie sein. Wer bist du denn? Die arme Meerjungfrau öffnete ihren Mund, um zu erklären, was geschehen war. Aber sie hatte tatsächlich keine Stimme mehr. Sie war so traurig. Der Prinz, der sie so verzweifelt sah, hatte Mitleid mit ihr und brachte sie in seinen Palast. Wie seltsam. Die gleichen blauen Augen, die gleichen roten Haare und die gleiche Perlenkette. Aber du bist keine Meerjungfrau und kannst auch nicht reden. Wem gehört dieses Perlenarmband? Währenddessen hatte der Vater des Prinzen eine Prinzessin gefunden, die der Prinz heiraten sollte, und setzte ihn unter Druck. Die arme Meerjungfrau, verängstigt und traurig, wartete auf den Heiratsantrag des Prinzen. Was ist, wenn er nie herausfindet, dass ich die Meerjungfrau bin, die er gesucht hat? Was, wenn er mich nie erkennt? Ich werde wieder in eine Meerjungfrau verwandelt. Eine Meerjungfrau, die nicht reden oder singen kann.
Meine Spiele mit Yum Yum werden auch nur ein Traum sein. Der dritte und letzte Tag des Zaubers war gekommen. Die kleine Meerjungfrau ging an den Strand und weinte, als sie das Meer sah. Aber Yum Yum saß nicht tatenlos herum. In der Zwischenzeit war er zum Unterwasserkönig geschwommen und hatte ihm alles erzählt, was geschehen war. Voller Zorn schwamm der König zusammen mit seinen Walsoldaten direkt zur Hexenhöhle. Wenn du nicht sofort die Stimme meiner Tochter zurückgibst, werde ich dich für den Rest deines Lebens in den Bauch eines Wals sperren. Aber wir hatten eine Vereinbarung. Als dein König befehle ich dir, gib meiner Tochter sofort ihre Stimme zurück. Die eingeschüchterte Hexe stimmte zu und öffnete eine Glasflasche. So ließ sie die Stimme der kleinen Meerjungfrau frei. Plötzlich verbreitete sich die schöne magische Stimme der Prinzessin im ganzen Meer. Die kleine Meerjungfrau, die am Strand weinte, hörte plötzlich ihre eigene Stimme aus dem Meer kommen. Oh mein Gott, das ist meine Stimme. Ich kann wieder sprechen. Dann sah sie ihre ganze Familie auf einem Felsen sitzen. Sie winkten und warfen ihr Küsse zu. Die kleine Meerjungfrau war jetzt ein Mädchen mit einer berauschenden Stimme und mit zwei Füßen. Der König rief ihr von den Felsen aus zu. Liebe ist manchmal wichtiger als alle Regeln, meine Liebe. Geh zum Prinzen und sag ihm, wer du bist. Sei glücklich von nun an. Wir, deine Familie, werden oft hierher kommen, um dich zu sehen. Die kleine Meerjungfrau rannte aufgeregt zum Palast. Sie erzählte dem Prinzen alles. Der Prinz hatte endlich seine Meerjungfrau gefunden, die er gesucht hatte. Er machte ihr sofort einen Heiratsantrag und legte ihr das Perlenarmband um die Hand. Der Prinz und die kleine Meerjungfrau heirateten und die kleine Meerjungfrau war nun auch die Prinzessin des Landes. Jeden Morgen, wenn die kleine Meerjungfrau aufwachte, rief sie winkend vom Palastbalkon ihrer Familie im Meer zu und bedankte sich für alles. Der Prinz und die kleine Meerjungfrau-Prinzessin lebten glücklich bis an ihr Ende. Es war einmal in einem sehr kalten Land. Da lebten zwei kleine Nachbarskinder. Sie waren sehr gute Freunde. Das Mädchen hieß Gerda und der Junge hieß Kai. Die meiste Zeit spielten sie miteinander. Jeden Abend saßen sie gemeinsam am Kamin und Gerdas Großmutter erzählte ihnen Geschichten. An einem Abend erzählte die Großmutter ihnen die Geschichte von der Schneekönigin. Meine lieben Kinder, die Schneekönigin war ein sehr schönes Mädchen mit tiefgrünen Augen. Aber sie war auch genauso böse. Man erzählt sich, dass sie mit ihrem Schlitten kommt und sich die Kinder schnappt, um diese dann in Eisskulpturen zu verwandeln. Denn alles an ihr ist kalt und aus Eis, so auch ihr Herz. Großmutter, das macht mir Angst. Was, wenn sie zu uns kommt? Wir müssen uns vor ihr schützen. Kinder, das ist eine wahre Geschichte. Bitte steigt nicht auf die Schlitten von Fremden. Wenn ihr das tut, können euch schlimme Dinge passieren. Am nächsten Tag machten sich Kai und Gerda auf den Weg zum Schlittenfahren durch die verschneite Landschaft. Kai dachte noch immer an Großmutters Geschichte. Gerda, als ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, habe ich nachgedacht. Ich frage mich, ob die Schneekönigin schmelzen kann. Wenn wir sie in die Nähe des Kamins bekommen, könnten wir sie vielleicht zum Schmelzen bringen. Auf diese Weise wird der Zauber, den sie auf all die eingefrorenen Kinder gewirkt hat, brechen und sie werden befreit. Kai, bitte senk deine Stimme. Vielleicht kann sie uns hören und wird sehr wütend. Wir müssen vorsichtig sein. Ich werde die Schneekönigin schmelzen.
tatsächlich konnte die Schneekönigin sogar ein Flüstern von überall im Land hören. Nachdem sie Kai lachen hörte und wie er sich über sie lustig machte, beschloss die Schneekönigin, Kai in ihren Palast zu holen und ihn für immer in eine Eisskulptur zu verwandeln. Sie schickte sofort einen schönen Rentierschlitten dorthin. Oh, meine Güte, was für ein schöner Schlitten das ist! Sollen wir ihn aufklettern und mal mit ihm fahren, Gerda? Der Geschichte zufolge hat die Schneekönigin genauso einen Schlitten, aber das kann nicht sein. Schau doch, wie schön er ist. Er ist mit Silber bedeckt und glänzt so schön. Oh. Nein, Kai, klettere nicht hinauf. Erinnere dich, was Großmutter gesagt hat. Sie hat uns davor gewarnt, auf gar keinen Fall auf fremde Schlitten zu steigen. Er ist so schön. Ich fahre nur ein kleines Stück und dann steige ich gleich wieder aus. Als Kai auf den Schlitten gestiegen war, stoben die Rentiere sofort in die Luft. Innerhalb von Sekunden waren sie aus ihrem Blick geflogen. Die Schneekönigin ließ ihn zu ihrem Schloss bringen. Kai war sehr erschrocken und bedauerte es, nicht auf Gerda gehört zu haben, aber es war zu spät. Monate vergingen und sie hörten nichts von Kai. Gerda war sehr traurig und weinte die ganze Zeit. Sie wartete die ganze Zeit auf ihren lieben Freund. Ihr bester Freund war verschwunden, aber sie war sich sicher, dass die Schneekönigin ihn gefangen genommen hatte. So verging die Zeit, der Schnee schmolz und der Sommer kam. Gerda war krank vor Sorge, sodass sie schließlich mit ihrer Großmutter sprach. Großmutter, ich mache mich auf die Suche nach Kai. Ich mache mir so große Sorgen um ihn und vermisse ihn so sehr. Bitte lass mich gehen. Aber nur unter einer Bedingung, Gerda. Ich traue dir viel zu und du bist ein sehr tapferes Mädchen, aber ich habe einen magischen Spiegel und ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Wie wird mir der Spiegel nutzen, Großmutter? Wenn du die Schneekönigin triffst, dann lasse sie in diesen Spiegel schauen. Erst dann wirst du wissen, wofür du ihn brauchst. Gerda steckte den Spiegel in ihre Tasche und machte sich auf den Weg. Während sie durch den Wald ging, stieß sie auf ein kleines Häuschen. Da sie müde war und sich ein wenig ausruhen wollte, klopfte sie an die Tür. Eine freundliche alte Dame öffnete die Tür. Eigentlich war sie eine Zauberin, die immer gute Zaubersprüche sprach. Komm herein, hübsches Mädchen. Wir warteten schon auf dich. Ich weiß, warum du hier bist und ich werde dir helfen. Du suchst deinen besten Freund Kai. Meine Katze Corton kann dir sagen, wo er ist. Oh, wirklich? Vielen Dank. Gerda setzte sich sofort neben Corton, der auf einem Kissen am Kamin lag. Lieber Corton, wie finde ich meinen Freund Kai? Miau. Es gibt ein kleines Mädchen, das lebt in einer Hütte am Ende des Waldes. Sie sagte mir, ich soll euch dorthin schicken, sobald ihr ankommt. Sie weiß, wo dein Freund ist. Miau. Gerda bedankte sich und ging weiter. Sie lief und lief. Und als sie am Ende des Waldes das Häuschen erreichte, war die Nacht schon hereingebrochen. Ein kleines Mädchen begrüßte sie, bevor sie an die Tür kam und klopfen konnte. Herzlich willkommen, Gerda. Ich habe dich erwartet. Bitte nimm am Feuerplatz und iss etwas. Ich bin wirklich sehr müde und hungrig. Vielen Dank. Nach dem Essen ruhst du dich aus. Morgen werde ich dich zum Palast der Schneekönigin schicken, keine Sorge. Am nächsten Morgen gingen sie in die Scheune. Dort standen zwei schöne Rentiere. Das kleine Mädchen konnte mit den Rentieren reden. Sie flüsterte ihnen in die Ohren, dass sie Gerda zum Palast der Schneekönigin bringen sollten. Sofort spannten sie die Rentiere an den Schlitten. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mir geholfen hast. Hab eine schöne Reise und hab keine Angst. Meine Rentiere bringen dich zum Palast und werden deinen Freund Kai finden. Nimm das hier mit. Gerda machte sich mit den Rentieren auf den Weg. Sie reisten mehrere Tage. Alles um sie herum war mit weißem Schnee bedeckt. Zum Glück hatte das kleine Mädchen Gerda einen dicken Mantel, einen Hut und eine warme Decke gegeben. Ich bin mit einer warmen Decke zugedeckt, während ich mit einem Schlitten unterwegs bin.
Es wäre so schön, wenn ich das mit Kai machen könnte. Hoffentlich können wir auf dem Rückweg gemeinsam fahren. Nach einer tagelangen Reise kamen sie schließlich vor einem schimmernden weißen Schloss an. Gerda erkannte, dass sie vor dem Schloss der Schneekönigin gelandet waren. Meine lieben Rentiere, wartet hier auf mich. Ich gehe und hole meinen Freund. Ich bin gleich wieder zurück. Sie ging direkt ins Schloss. Alles war aus Eis und überall hingen Eiszapfen. Sie wunderte sich über das gesamte Schloss, aber es war absolut niemand da. Kai! Kai! Wo bist du? Kai! Ich kann dich nicht finden! Ihre Stimme hallte im leeren Schloss. Als sie schließlich die Tür eines Zimmers im obersten Stockwerk öffnete, sah sie Kai. Er stand wie eine Statue mitten im Raum. Kai! Kai, wach auf! Sprich mit mir! Ich hab dich so vermisst, mein lieber Freund! Endlich habe ich dich gefunden! Sie weinte und rieb überall und versuchte, das Eis zu schmelzen. Sie weinte so sehr, dass ihre Tränen das Eis um Kai herum zum Schmelzen brachten. Plötzlich wurde Kai lebendig und begann zu reden. Gerda, ich wusste, dass du mich retten würdest. Ich habe dich auch vermisst und bin so glücklich, dich zu sehen. Wir werden über alles später sprechen, Kai. Lass uns von hier verschwinden. Genau in diesem Moment kehrte die Schneekönigin in das Schloss zurück und ging in den Raum, in dem die beiden Freunde waren, und erschrak. Gerda sah die Schneekönigin zum ersten Mal. Mit ihren langen, weißen Haaren und tiefgrünen Augen war die Schneekönigin eine sehr schöne Frau. Die Schneekönigin begann vor Wut zu schreien. Wie kannst du es wagen, mein Schloss ohne Erlaubnis zu betreten und meine Skulptur zu schmelzen? Jetzt bist du an der Reihe. Du hast es nicht anders gewollt. Du wirst auch zu einer meiner Skulpturen werden. Gerda erschrak, aber sie wusste, dass sie sich gegen die Schneekönigin wehren musste. Plötzlich erinnerte sie sich an den Spiegel, den ihr ihre Großmutter geschenkt hatte. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schön ist wie sie. Aber leider ist ihr Herz nicht so schön. Ich habe Mitleid mit ihnen. Wenn sie unbedingt möchten, können sie mich in eine Eisskulptur verwandeln. Aber meine Großmutter hat mir diesen Spiegel für sie mitgegeben. Möchten sie sich einmal anschauen? Gib mir den Spiegel. Warum hat sie ihn dir mitgegeben? Die Schneekönigin nahm den Spiegel in die Hand und sah hinein. Sie erschrak, denn das Spiegelbild zeigte sie als Kind. Sie war ein hübsches kleines Mädchen mit langen blonden Haaren und tiefgrünen Augen. Oh mein Gott, was ist passiert? In diesem Moment umgab eine Nebelwolke die Königin. Sie wurde immer kleiner, bis sie ein kleines, schönes Mädchen war. Ein Wunder war geschehen. Der Spiegel war in der Tat magisch. Diejenigen, die hineinsahen, würden ihr wahres Selbst sehen. Es schien, als sei die Schneekönigin schon als Kind sehr traurig gewesen, weil niemand mit ihr gespielt hatte. Eines Tages sagte ein Zauberer zu der Schneekönigin, man müsse alle jene bestrafen und fragte, ob sie Rache an denen suchen wolle, die nicht mit ihr spielten. Voller Trauer hatte sie als Kind die falsche Entscheidung getroffen und ja gesagt. Der Zauberer verwandelte sie in die Schneekönigin und füllte ihr Herz mit dem Bösen. Da der Spiegel den schrecklichen Fluch gebrochen hatte, waren nun alle glücklich. Vielen Dank. Ich bin gerettet. Mein Herz ist wieder warm und voller Güte. Kai und Gerda gingen zu den Rentieren, die auf sie warteten. Sie reisten auf dem gleichen Weg zurück, wie sie gekommen waren, und waren von nun an so glücklich wie früher. Und natürlich freuten sie sich auf die Geschichten ihrer Großmutter. Es war einmal in einem weit entfernten Land. Da lebte eine Frau, die leider keine Kinder bekommen konnte. Darüber war sie sehr traurig und weinte jeden Tag bitterlich. Als sie eines Tages wieder einmal weinte, erschien vor ihr eine Fee. Warum weinst du? Sag es mir, vielleicht kann ich dir helfen. Ich bin so alleine. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter, dann könnten wir Freunde sein. In Ordnung, hör auf zu weinen. Ich werde dir einen Samen geben, pflanze ihn ein und stelle ihn dorthin, wo er viel Sonnenschein bekommt. Sing ihm jeden Tag etwas vor. Wenn er wächst und blüht, wirst du eine Überraschung erleben.
Die Frau tat alles genau so, wie es die Fee gesagt hatte. Sie saß am Blumentopf und sang ihm jeden Tag etwas vor. Eines Tages sah sie einen kleinen Spross. Bald darauf verwandelte sich der Spross in eine rosa Rosenknospe. Die Frau war so fröhlich und glücklich, dass sie eines Tages, als sie an der Rose roch, sie küsste. Plötzlich begannen sich die Rosenblätter langsam zu entfalten. In der Rose saß ein blondes kleines Mädchen mit rosa Wangen, so klein wie ein Daumen. Sie war so verwundert und begeistert. Sie erkannte, warum die Fee ihr diesen Samen gegeben hatte. Sie nahm das Mädchen sofort in ihre Hand und begann mit ihr zu sprechen. Mein schönes Mädchen, willkommen in deinem neuen Heim. Ich bin deine Mutter. Ab heute sollst du Däumelinchen heißen. Sie baute ihr sofort aus Walnussschalen und Veilchenblättern ein Bett und eine Decke aus Rosenblättern. Däumelinchen war so glücklich bei ihrer Mutter. Sie sang und tanzte mit ihr. Ihre Mutter füllte eine Tasse mit Wasser und legte einige Walnussschalen hinein. Das gefiel Däumelinchen so sehr, dass sie stundenlang in der Tasse herumfuhr. Die Zeit verging und Däumelinchen war zwar gewachsen, aber sie war dennoch sehr winzig. Eines Nachts, als Däumelinchen in ihrem Bett schlief, schlüpfte ein hässlicher Frosch durch eine Lücke im Fenster herein. Er starrte Däumelinchen, während sie schlief, an. Sie ist so schön. Sie ist einfach das perfekte Mädchen, um meine Schwiegertochter zu sein. Er hob sie vorsichtig hoch und stellte sie neben den Tisch in den Garten. Sein Sohn kam sofort zu seinem Vater herbeigeeilt. Dieses Mädchen, das meine Frau werden soll, ist so schön, Vater. Lass sie uns auf diese Lotusblume setzen, bis wir alles vorbereitet haben. Dann kann sie nicht entkommen. Als am Morgen Däumelinchen ihre Augen auf die Lotusblüte öffnete und bemerkte, dass sie in der Mitte des Teiches war, war sie sehr ängstlich und begann zu weinen. Alle Fische im Teich, die ihre Stimme hörten, schwammen zu ihr. Warum weinst du? Was ist passiert? Wo bin ich? Ich habe friedlich in meinem Bett geschlafen. Heute Morgen habe ich meine Augen geöffnet und jetzt bin ich hier. Ich will nach Hause zu meiner Mutter. Dieser hässliche Frosch und sein Sohn haben dich hierher gebracht. Offenbar solltest du ihn heiraten, willst du das nicht? Nein, nein! Bitte hilf mir! Alle Fische fingen an, am Stiel der Lotusblume zu nagen, die am Grund des Teiches verwurzelt war. Als der Stiel brach, wurde die Lotusblüte vom Wind weggeweht. Sie flog bis zur Seite des Teiches. Und dieses Mal bemerkte ein Käfer, der auf dem Baum wohnte, Däumelinchen. Ah, das ist aber ein interessantes Insekt. Ich werde es mit nach Hause nehmen und meinen Freunden zeigen. Er schnappte sich sofort Däumelinchen und brachte sie nach Hause in den Baum. Seine Freunde waren sehr überrascht. Sie sieht aus wie ein Mensch. Bring sie weg. Wir wollen sie nicht in unserem Haus. Der Käfer dachte, er hätte seine Freunde verärgert. Daher nahm er Däumelinchen und brachte sie in den Wald zurück. Däumelinchen war unglaublich hungrig und durstig. Sie versuchte, Wasser aus den Blumen zu trinken. Da sie nichts zu essen fand, fühlte sie sich schwach. Es wurde immer kälter und so begann sie zu zittern. Ihre Kleider waren dünn und nur für den Sommer gedacht. Sie ging lange, um einen Unterschlupf zu finden. Schließlich entdeckte sie vor einem kleinen Haufen Erde eine Tür. Sie klopfte vor Freude an die Tür. Eine ältere Mausedame öffnete die Tür. Mir ist sehr kalt und ich bin sehr hungrig. Bitte lassen Sie mich in Ihr Heim. Und wer bist du? Mein Name ist Däumelinchen. Ich werde Ihnen alles erzählen, was passiert ist. Aber darf ich bitte zuerst hereinkommen? Mir ist so kalt. Komm herein, schönes Däumelinchen.
Nachdem sie hineingegangen war, gab Fräulein Maus Däumelinchen so viel zu essen, bis sie richtig satt war. Während sie aß, erzählte sie der Frau Maus alles, was ihr nacheinander passiert war. Als sie zusammenlebten, klopfte eines Tages jemand an die Tür. Sie hatten einen Besucher. Oh, herzlich willkommen, Herr Maulwurf. Danke. Und wer ist dieses schöne Mädchen, Fräulein Maus? Darf ich Ihnen vorstellen? Das ist Däumelinchen. Wir leben jetzt zusammen. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Maulwurf. Herr Maulwurf war der Schönheit von Däumelinchen so sehr verfallen, dass er von nun an jeden Tag zu Besuch kam. Er brachte Geschenke und Lebensmittel und wollte unbedingt Däumelinchen gefallen. Nachdem einige Zeit verstrichen war, nahm Herr Maulwurf seinen ganzen Mut zusammen und sprach mit Däumelinchen. Däumelinchen, ich mag dich wirklich sehr. Ich würde dich gerne heiraten und eine Familie mit dir gründen. Natürlich nur, wenn du dies auch möchtest. Herr Maulwurf, vielen Dank. Sie sind ein sehr netter Mann, aber ich denke nicht daran zu heiraten. An diesem Abend sprach Fräulein Maus Däumelinchen an. Sie dachte, Däumelinchen wäre glücklich. Ich weiß, dass du nicht heiraten möchtest, aber lass uns einfach mal zu seinem Haus gehen. Es könnte ja sein, dass du deine Meinung änderst, wenn du siehst, wo du später einmal wohnen könntest. Was sagst du? Eigentlich wollte Däumelinchen Herrn Maulwurf nicht heiraten, weil Maulwürfe unter der Erde leben, ohne die Sonne zu sehen. Sie aber brauchte Licht und Sonnenschein. Im Dunkeln konnte sie nicht leben. Däumelinchen wollte Frau Maus nicht das Herz brechen, also folgte sie ihr und ging mit zu dem Haus von Herrn Maulwurf. Doch bevor sie dort ankam, sahen sie eine bewusstlose Taube auf dem Weg liegen. Däumelinchen lief direkt hinüber. Sie wollte wissen, was passiert war. Als sie genauer untersuchte, erkannte sie, dass ihr Taubenflügel verletzt war. Sie eilte nach Hause zurück, schnappte sich das Erste-Hilfe-Set und kehrte zur bewusstlosen Taube zurück. Sie versorgte die Wunde und legte ihr einen Verband an. Die weiße Taube öffnete ihre Augen und schaffte es sogar, etwas Wasser zu trinken. Ich werde deine Hilfe nie vergessen, Däumelinchen. Eines Tages werde ich mich bei dir revanchieren. In der Nacht sprach Däumelinchen mit Fräulein Maus. Liebes Fräulein Maus, es gibt ein paar Dinge, die ich Ihnen sagen muss. Zunächst möchte ich Herrn Maulwurf nicht heiraten. Er lebt unter der Erde und ich gehöre auf die Erde zur Sonne. Vielen Dank auch für alles, was Sie für mich getan haben. Sie haben mein Leben gerettet, aber ich vermisse meine Mutter und mein Zuhause sehr. Ich werde die Taube bitten, mich mit nach Hause zu bringen, sobald sie gesund ist. Schon gut, Däumelinchen. Wenn dies dein Wunsch ist, Hauptsache, du bist glücklich. Jeder an meiner Stelle hätte das Gleiche getan. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Das kann ich nur erwidern, Fräulein Maus. Ich werde sie sehr vermissen. Einige Tage später war die Taube gesund. Mir geht es jetzt viel besser, Däumelinchen. Ich muss jetzt weiterziehen. Brauchst du etwas? Ja, ich möchte Sie bitten, mich mit nach Hause zu bringen. Können Sie das für mich tun? Es wäre mir eine Ehre. Däumelinchen verabschiedete sich von Fräulein Maus und kletterte auf den Rücken der Taube. Sie flogen in den Himmel. Um nicht herunterzufallen, hielt Däumelinchen sich an der Taube fest. Schließlich kamen sie am Haus von Däumelinchen an. Frau Taube ließ sie neben den Blumen im Garten herab und bedankte sich nochmals bei ihr, während sie hinauf in den Himmel stieg. Däumelinchen, die nach Monaten wieder zu Hause war, rannte zu ihrer Mutter und gab ihr eine große Umarmung. Ihre Mutter war überglücklich. Gott, was für ein schöner Tag. Ich bin so glücklich. Wir sind endlich wieder vereint. Willkommen, mein schönes Mädchen. Ich habe dich so sehr vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Mutter. Ich werde dir alles erzählen, was ich durchgemacht habe. Lass uns nie wieder auseinandergehen. Einverstanden? Nach all dem, was passiert war, entfernte sich Däumelinchen nie weit von ihrem Zuhause. Sie spielte mit den Blumen im sonnigen Garten. Eines Tages bemerkte sie eine ganz besonders schöne Blume, die so schön funkelte wie die Sonne. Oh, unglaublich.
Unglaublich! Was für eine bezaubernde Blume! Ich glaube nicht, dass ich hier jemals so etwas gesehen habe. Däumelinchen sprang von einer Blume zur nächsten und näherte sich langsam. Genau in diesem Moment öffneten sich die Blütenblätter der funkelnden Blume. Däumelinchen war überrascht, als sie einen hübschen, winzigen Mann sah. Oh, wer bist du? Ich bin der Elf dieses Gartens. Und du, schönes Mädchen, wer bist du? Mein Name ist Däumelinchen. Meine Mutter hat diesen Namen gewählt, weil ich so winzig bin. Das ist unser Garten, aber ich habe dich noch nie gesehen. Sowohl der Blumenelf als auch Däumelinchen waren nie jemanden in ihrer eigenen Größe begegnet. Aus diesem Grund mochten sie sich auf den ersten Blick. Die Zeit verging und sie gingen im Garten spazieren und spielten miteinander. Sie verbrachten viel Zeit zusammen und eines Tages... Däumelinchen, ich möchte dich etwas fragen. Willst du mich heiraten? Däumelinchen war sehr glücklich, als sie seinen Antrag annahm. Nun hatte sie jemanden, mit dem sie gerne Zeit verbrachte, zwischen den Blumen leben könnte und mit dem sie zusammen sein wollte. Ja, ihn würde sie heiraten. Natürlich, mein Prinz! Als Hochzeitsgeschenk bestreute der Blumenelf Däumelinchen mit Feenstaub und plötzlich erschienen auf Däumelinchens Rücken Flügel. Der Blumenelf und Däumelinchen lebten glücklich zusammen in dem Garten der Mutter. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Clara. Die bei ihrer Mutter lebte. Clara hatte nur ein Kleid und ein paar Schuhe, weil sie so arm war. Ihre Schuhe waren eine Nummer zu klein. Am nächsten Tag ging Clara raus zum Spielen. Sie fand ein schönes Paar Schuhe neben dem Mülleimer. Sie nahm sie und rannte nach Hause. Mama, guck, was ich gefunden habe. Sind die nicht schön? Clara, bring diese Schuhe zurück dorthin, wo du sie gefunden hast. Das sind nicht deine. Aber wem auch immer sie gehörten, er ließ sie neben meinem Mülleimer zurück. Ich glaube, es ist keine gute Idee, sie zu behalten. Irgendwas ist seltsam mit diesen Schuhen. Jetzt geh und bring sie zurück, wo du sie gefunden hast. Clara war traurig, aber sie brachte die Schuhe dahin zurück, wo sie sie gefunden hatte. Am nächsten Tag wurde Claras Mutter eine wunderschöne Blume. Clara wurde später von einer alten Frau adoptiert. Die alte Dame war nett und liebte Clara sehr. Die Jahre vergingen und Clara wurde eine wunderschöne junge Frau. Allerdings war sie stur und ungehorsam. Clara, ich habe Brokkolisuppe für dich gemacht. Komm schon. Nein, ich will nicht essen. Probier es, bitte. Ich bin mir sicher, du wirst es mögen. Nein, nein, nein. Ach, Clara, sei nicht so schwierig. Mutter, meine Schuhe sind zu klein und meine Füße tun weh. Wir sollten neue kaufen. Gut, Clara. Lass uns einkaufen gehen und dir ein neues Paar Schuhe kaufen.
Sie gingen einkaufen. Clara war fasziniert von den roten Schuhen, die sie auf den Anzeigetafeln sah. Sie waren fast identisch mit den Schuhen, die ihre Mutter ihr Jahre zuvor nicht erlaubt hatte zu behalten. Ich möchte die! Lasst uns diese kaufen! Clara, wir können nur ein paar Schuhe kaufen. Rot passt zu keinem deiner Kleider. Lass uns stattdessen schwarze kaufen. Nein! Nein, ich will rote Schuhe! Ich will keine anderen. Kauf die roten oder ich werde die ganze Zeit barfuß laufen. Du bist wirklich stur. Also dann los, wir kaufen sie. Clara verließ den Laden in ihren neuen roten Schuhen. Sie war auf dem Rückweg so glücklich, dass sie begann, fröhlich zu tanzen. Clara, du hast die roten Schuhe. Aber was wirst du morgen auf Herr Peters Beerdigung tragen? Ich werde dieses Paar tragen. Keiner wird es merken. Keine Sorge. Auf meine roten Schuhe. Mutter, ich werde den Weg zurück tanzen. Clara, warte auf mich. Warten. Ihr seid alle neidisch, also tanze ich weiter. Ich kann nicht aufhören. Was ist hier los? Hilf mir! Hilfe! Hilfe! Clara konnte die Schuhe nicht ausziehen und tanzte weiter. Die Schuhe hatten ihren eigenen Willen und zeigten ihr, wohin sie gehen sollte. Sie tanzte für 3 Tage und 3 Nächte. Sie war weit weg von zu Hause und ihre Füße waren wund. Sie hatte Hunger und Durst. Ich wünschte, ich wäre nicht so stur und ungehorsam gewesen, Mutter. Ich verspreche, ich werde nie wieder trotzig sein. Rote Schuhe, stopp! Bitte, ich habe meine Lektion gelernt. Plötzlich hörten die roten Schuhe auf und Clara hörte auf zu tanzen. Jetzt runter von meinen Füßen! Hilfe! Clara ging mit ihren wunden Füßen durch Wälder und Flüsse bis sie schließlich ihr Zuhause erreichte. Clara, mein Kind, ich war krank vor Sorge. Zum Glück bist du gesund und munter zurückgekommen. Ich bin so müde und sehr hungrig. Ich will essen und schlafen. Da ist Brokkolisuppe, aber die magst du nicht. Lass mich sofort etwas anderes zubereiten. Das ist okay. Ich esse die Suppe. Ich habe mir selbst versprochen, dass ich nicht weiter stur bin. So bin ich die roten Tanzschuhe losgeworden. Clara, ich bin so froh, das zu hören. Sturheit mehr. Ich verspreche es, Mutter. Rotfisch lebte glücklich in den Tiefen des Meeres mit seinen Freunden. Bunter Goldfisch und Schlammfisch. Aber es gab etwas, was ihn sehr bedrückte. Ich habe Angst, dass Fischer Pico uns eines Tages fangen wird. Du bist intelligent.
Der böse Fischer wird uns nicht kriegen, solange du hier bist. Ich kann mich glücklich schätzen, so mutige, gute Freunde wie euch zu haben. Aber Fischer Pico hatte keine Ambitionen aufzugeben und wollte Rotfisch fangen. Ich werde diesen Rotfisch und seine Freunde fangen. Diesmal können sie nicht entkommen. Ja, das glaube ich. Mach dein Netz voll. Ich habe Hunger. Du bist ein Kormoran. Fang deinen eigenen Fisch, fauler Vogel. Oh, mir reicht's, Fischer. Fang sie. Du kannst Rotfisch behalten. Ich nehme den Rest. Fischer Pico tauchte ins Wasser, um Rotfisch und seine Freunde zu fangen. Als der Schlammfisch ihn sah, informierte er den Goldfisch. Sie gingen sofort zu Rotfisch. Rotfisch! Fischer Pico kommt. Wir müssen uns verstecken. Oh nein! Auf zum Spirulina-Felsen! Dort können wir uns verstecken! Rotfisch und seine Freunde flohen, um sich in den Pflanzen zu verstecken, die am Felsen wuchsen. Da sind wir! Verstecken wir uns zwischen dem Spirulina! Aber Fischer Pico entdeckte ihr Versteck und schwamm auf sie zu. Er hat uns gesehen! Er kommt, was sollen wir tun? Die langarmige Oktopusdame sah, dass Rotfisch und seine Freunde in Gefahr waren und beschloss, ihnen zu helfen. Frau Oktopus hilft uns! Lasst uns jetzt fliehen! Los, weiter! Fischer Pico wurde den langarmigen Oktopus los und ging wieder auf die Fische los. Hey, Frau Tintenfisch, der Fischer ist hinter uns her. Kannst du helfen? Er kann uns nicht sehen. Beeilt euch. Los zum Schiffswrack. Ich hoffe, er findet uns nicht. Ich kann den Fischer nicht sehen. Wo ist der? Vielleicht hat er aufgegeben und zurückgeschwommen. Glaube ich nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Nein, er hat uns erwischt. Rotfisch und seine Freunde hatten Angst, als Fischer Pico sie mit dem Netz hochzog. Hilf uns! Hilf uns bitte! Hilfe! Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Hilfe! Rotfisch, guck mal. Das ist Sägefisch. Ich glaube, sie kommt uns zu Hilfe. Beeil dich, bitte. Juhu, wir hatten Glück. Danke, Frau Sägefisch. Du hast uns das Leben gerettet. Als Fischer Pico den Rotfisch und seine Freunde davon schwimmen sah, war er fuchsteufelswild, als er am Ufer ankam. Wo sind meine Fische? Warum bist du ohne sie gekommen? Der Sägefisch hat mein Netz zerschnitten. Sie hat Rotfisch und seine Freunde gerettet. Was willst du jetzt machen? Ich habe Hunger. Ich nehme ein neues Netz und gehe wieder tauchen. Sie können mir nicht entkommen. Fischer Pico nahm ein neues Netz und tauchte wieder ins Meer. Rotfisch und seine Freunde waren froh. Sie dachten, sie seien ihn los. Wir sind dem Fischer mit der Hilfe unserer Freunde losgeworden. Sie waren sehr hilfsbereit. Oh nein, nein! Er kommt wieder! Er gibt nicht auf! Schlammfisch, wach auf! Folg mir, schnell! Wo gehen wir hin?
Ich kenne einen Ort, wo er uns nicht so schnell findet. Qualle! Hör zu! Der böse Fischer will uns fangen! Wenn du ihn ablenkst, können wir fliehen! Während die Qualle Fischer Pico ablenkte, schwammen Rotfisch und seine Freunde tiefer. Sie waren überrascht, was sie sahen. Wow! Das muss das verlorene Märchenland sein! Ja, da gibt es viele Orte, wo wir uns vor dem Fischer verstecken können. Wow! Seht euch das ganze Gold an! Oh nein! Der Fischer hat uns schon wieder gefunden! Verstecken wir uns hinter diesen Würfeln! Was macht er? Er hat aufgehört, uns zu jagen. Er sammelt das Gold ein. Ich habe in einem japanischen Märchen gelesen, dass ein Riese den Schatz des verlorenen Landes bewacht. Aber dort ist kein Riese, oder? Wow, was ist das? Hey, was ist passiert? Wo sind die Fische? Hau ab, blöder Vogel! Beruhig dich, ich hab nur gefragt. Ich habe das verlorene Land gefunden, während ich die Fische jagte. Dort ist ein Schatz, aber der Blödmann-Wal hat mich nicht dran gelassen. Vielleicht beim nächsten Mal. Du bist für mich nutzlos. Ich befürchte, ich muss meinen eigenen Fisch fangen oder ich werde verhungern. Die Fische waren froh, den Fischer losgeworden zu sein. Der riesige Wal hatte dem Fischer eine Lektion erteilt. Er wird nicht noch einmal versuchen, etwas zu stehlen, was ihm nicht gehört. Er hätte uns alle gefangen, wenn du uns nicht hierher gebracht hättest. Dank Rotfisch sind wir ihn losgeworden. Wir sind ein Team. Solange wir zusammen sind, kann der böse Fischer uns nichts tun.